Ja, grüezi und herzlich willkommen zu unserer leider schon letzten Session von der vierten Ausgabe vom Teams Telefonie Day. Ich muss sagen, es war wirklich sehr abwechslungsreich, sehr spannend. Wir haben zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen aus den einzelnen Sessions. Die wichtigsten möchte ich hier nochmals auf dieser Folie zusammenfassen. Wir haben gelernt, dass Microsoft Teams eine UCC-Lösung ist. Also das heißt, es ist ein, ja, UCC heißt ausgeschrieben Unified Communication and Collaboration Tool. Das heißt, es ist ein Tool für die gesamte Kommunikation. Also nicht nur intern, sondern auch extern. Ich rate den Kunden und Kundinnen immer, wenn sie bereits Microsoft Teams im Einsatz haben für die interne Kommunikation, das ist meine persönliche Empfehlung, dass man auch die externe Kommunikation, also die externe Telefonie über Microsoft Teams führt, weil dann haben sie nicht mehrere verschiedene Tools für die Kommunikation im Einsatz, sondern Sie können das Ganze zusammenführen zu einem Tool. Sie haben heute Vormittag während der ersten Session gesehen, dass dieses Phone Standard Add-on ja auch monatliche Kosten verursacht. Aber wenn Sie dann bedenken, dass Sie nur noch ein Tool haben und Sie nicht immer wieder wechseln müssen, dann ist es natürlich auch eine sinnvolle Investition in die Effizienz und Sie können das andere Tool ablösen. Also beim anderen Tool entstehen dann entsprechend keine Kosten mehr. Umgekehrt muss ich noch sagen, umgekehrt ist es so, wenn Sie jetzt Microsoft Teams noch gar nicht im Einsatz haben, dann ist es der falsche Ansatz zu sagen, dass Sie Microsoft Teams als reine Telefonanlage verwenden. Das ist eher der falsche Ansatz, weil eben Microsoft Teams nicht eine reine Telefonanlage ist, sondern eben ein Collaboration-Tool. Also Teams macht nur dann Sinn, wenn Sie auch alle Funktionen von Teams nutzen möchten. Ansonsten gibt es ja auch andere Hersteller. 30s zum Beispiel ist extrem beliebt. Starface gibt es natürlich, Mitel oder natürlich auch die eigene Lösung von Zipcall, die sogenannte Zipcall Virtual PBX. Das ist unsere eigene Telefonanlage, wo Sie auch VoIP-fähige Endgeräte registrieren können oder dann auch die kostenlose Zipcall-App für iOS, Android, Windows und macOS herunterladen können und über das Zipcall-App telefonieren können als Alternative. Dann haben wir auch gelernt, dass eben in einigen Fällen dass es Sinn macht, nicht nur die Teams-Telefonie alleine zu verwenden, sondern eben auch das Ganze zu kombinieren mit einer virtuellen Telefonanlage von uns zum Beispiel. Also Sie können bei uns im Kundenportal eine kostenlose Anruferkennung aktivieren. Das ist eine reine local.ch, also Telsearch, ist schlussendlich dasselbe, ist Swisscom Directories dahinter. Anbindung, die eigentlich nichts anderes macht, als wenn ein eingehender Anruf reinkommt, schaut es, ist die Anrufernummer im öffentlichen Schweizer Telefonbuch eingetragen? Wenn ja, wird der Firmenname, die Postleitzahl und die Ortschaft entsprechend im Teams Client angezeigt, nebst der Anrufernummer. Das funktioniert übrigens nicht nur für Teams, sondern für alle Lösungen. Also auch wenn Sie jetzt zum Beispiel ein SIP-Endgerät direkt an unserer virtuellen Telefonanlage angeschlossen haben, dort funktioniert es auch. Oder auch wenn Sie einen SIP-Trunk verwenden mit einer 30s zum Beispiel, auch dort funktioniert es. Dann haben wir vor allem
während der Microsoft-Session gesehen, dass da immer wieder neue Features publiziert werden. Man kann eigentlich sagen, im Monatstakt werden neue Funktionen ausgerollt, wie jetzt zum Beispiel auch, das beeindruckte mich am meisten, die Queues-App, die wirklich sehr viele neue Funktionen darbieten wird. Natürlich gibt es auch noch andere Funktionen, Voice Isolation und so weiter, wie wir heute bei Microsoft ja gesehen haben. Also dort lohnt es sich auch immer wieder mal regelmäßig die Roadmap von Microsoft anzuschauen, um sich da zu informieren, welche Funktionen da als nächstes ausgerollt werden. Dann natürlich auch während der Microsoft-Session gesehen, die KI-Integration. Das wird immer beliebter. Copilot gibt es auch für die Teams-Telefonie, wo dann eben der Copilot eigentlich mithört, was da genau gesprochen wird und das entsprechend transkribiert und zusammengefasst wird. Und ich denke, das wird auch in Zukunft noch stärker zum Thema werden. Dann haben wir bei der Luwer-Session gesehen, dass es eben auch eine sinnvolle Contact-Center-Erweiterung gibt, vor allem für Callcenter, wo man sich da diverse Ringrufe bauen kann, sogar mit Callflow-Designer, so wie man das haben möchte. Man kann auch in Gespräche hineinhören, sich dazuschalten. Man hat viel mehr Funktionen, wenn man jetzt eben noch zum Beispiel Luwer dazu nimmt. Dann haben wir auch bei der TwinCap First Session gesehen, dass es da einige fehlende Funktionen gibt noch von Microsoft selber, wie zum Beispiel das zentrale Telefonbuch oder die, habe ich am Morgen schon erwähnt, die verpassten Anrufe aus einem Ringruf, die man dann eben mit solchen Add-ons von TwinCap First schließen kann, bis sie dann irgendwann mal von Microsoft selber geschlossen werden, aber man weiß ja nie, wie lange das dort dauert. Dann haben wir bei der Session, die war gerade vorhin von der Experts Insight gesehen, dass man eben auch zertifizierte SIP-Endgeräte, die müssen natürlich eben Teams zertifiziert sein, sie müssen auf der offiziellen Liste von Microsoft vorhanden sein, dass man die ganz einfach an Teams anbinden kann. Es gibt dort so viele Endgeräte, es ist ein riesiger Dschungel, es gibt auch ganze Rooms-Lösungen, also für Konferenzräume, noch mit einer Webcam. Sie kennen die vielleicht von Logitech, da die Rally-Webcam, die geht sogar noch mit, also der gerade spricht, der wird dann in den Fokus gerückt und dann, es gibt da ganz coole Lösungen, die Teams zertifiziert sind. Dort muss man sich einfach nur mit dem Microsoft-Account entsprechend einloggen und braucht da nicht, wie man es von den herkömmlichen VoIP-Geräten her kennt, noch SIP-Credentials, die man da auf dem Telefon eingeben muss, wenn es dann richtige Teams-Certified-Devices sind. Also haben Sie sehr viele Varianten. Oder, wie auch schon am Morgen erwähnt, Sie können auch ganz einfach Ihre VoIP- oder SIP-fähigen Endgeräte direkt an der SIP-Call Virtual PBX anschließen, wenn Sie die ganz einfach dazu buchen im Kundenportal. Die Möglichkeit haben Sie immer. Und wir haben auch gelernt, dass erhebliche Kostenersparnisse möglich sind, wenn Sie entsprechend eben Direct Routing mit SIP Call nehmen. Wir haben sehr viele Kunden, die kommen von einem Großprovider zu uns und die können dann wirklich so 40-60% je nach Kunden, je nach Case entsprechend einsparen. Also da lohnt es sich wirklich, wenn Sie auf uns zukommen,
wenn Sie uns vielleicht auch Ihre letzten zwei, drei Rechnungen von Ihrem aktuellen Provider zusenden mit den Verbindungsdaten noch am besten, dann können wir Ihnen genau aufzeigen, durchrechnen, wie viel Sie bei Zipcall bezahlen würden und wie groß die Kosteneinsparungen sind. Aber wie gesagt, es sind ja nicht nur die Kosten, die maßgeblich sind, sondern auch der Support. Und der wird bei Zipcall wirklich sehr geschätzt. Das zeigen auch immer wieder Kundenumfragen und auch andere Ratings, die wir regelmäßig durchführen lassen. Dann auch sehr wichtig, das möchte ich auch noch erwähnen. Wenn Sie vorhaben, zur Teams-Telefonie zu wechseln, von Ihrer aktuellen Lösung, dann würde ich unbedingt empfehlen, eine Testphase durchzuführen. Also nicht von heute auf morgen alle Nummern zu Zipcall portieren und zu Teams zu routen und jetzt da hast du Teams, jetzt telefonieren wir mal darüber. Würde ich nicht empfehlen, bitte nicht. Sondern Sie können, das zeige ich Ihnen, ich greife jetzt ein bisschen vor, anhand dieser Folie. Sie können ganz einfach bei Zipcall einen Business-Account erstellen lassen und dann zuerst einmal neue Rufnummern bestellen. Also Sie können bei uns extern erreichbare, richtige, neue Festnetznummern bestellen im Kundenportal, zum Beispiel ein 10er-Block, ein 5er-Block oder wenn Sie größer sind, ein 100er-Block bestellen und können dann via Kundenportal das Ganze mal zu Teams routen. Klicken Sie im Kundenportal bei uns auf Optionen, ich zeige es dann gleich im Anschluss, auf Optionen, Microsoft Teams und routen dann Ihre Nummer zu Teams. Und dann haben Sie absolut keinen Stress. Sie können das ganze Direct Routing, also die PowerShell-Befehle, die ich Ihnen am Morgen ja kurz erwähnt habe, ausführen und Ihren Teams-Tenant an unseren Hosted SBC anbinden. Und dann können Sie im Teams Admin Center Ihre Ringrufe erstellen, Ihre Warteschleifen, Ihre Öffnungszeiten, Feiertagsschaltungen, Sprachmenüs, alles erstellen, so wie Sie es schlussendlich haben möchten. Und können dann Ihre bestehenden Rufnummern, sagen wir mal, Sie sind aktuell bei der Swisscom, können Sie Ihre Swisscom-Rufnummern umleiten auf die Zipcall-Rufnummern. Und dann klingelt es ja schon mal bei Teams. Dann können Sie schon mal die ganze eingehende Telefonie über Teams mit dieser temporären Festnetznummer bei Zipcall testen. Auch die ausgehende Telefonie können Sie problemlos testen. Sie können nämlich bei uns im Kundenportal, also dort geht es am einfachsten, es geht auch im Teams Admin Center, aber Sie können bei uns im Kundenportal eine Clip-Anpassung machen. Das heißt, Sie können Ihre bestehende Swisscom-Rufnummer ausgehend anzeigen lassen, wenn Sie raus telefonieren. Das heißt, niemand merkt, dass Sie eigentlich mit temporären Zipcall-Rufnummern arbeiten und da gerade mit Zipcall und Teams da am Rumtesten sind. Und das würde ich jedem Kunden so empfehlen. Und erst wenn diese Testphase durch ist, also das können Sie ja pro Benutzer machen, jeder Benutzer braucht ja seine Direktwahl, Sie können es abteilungsweise machen, Sie können ein Pilot machen mit bestimmten Personen, mit Key-Usern oder so, das können Sie selber entscheiden, wie Sie das machen möchten, können das sanft migrieren. Und wenn das Testing erfolgreich abgeschlossen wurde, dann können Sie in einem nächsten Schritt die bestehenden Rufnummern zu Zipcall portieren. Also dann portieren Sie wirklich Ihre Nummern, die Sie bei der Swisscom zum Beispiel jetzt haben, zu Zipcall rüber und routen die ebenfalls zu Teams. Und wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie nur noch zum Portierungszeitpunkt
die Rufnummer wechseln im Teams Admin Center. Weil beim Testing waren ja noch diese temporären Rufnummern zugewiesen bei den Benutzern. Und jetzt müssen Sie die einfach wechseln und die richtige portierte Rufnummer den einzelnen Benutzern und Ressourcenkonten zuweisen. Und sonst müssen Sie an der Konfiguration nichts mehr ändern. Das bleibt alles so, wie es ist. Das ist eigentlich so das vorgeschlagene Vorgehen, wenn Sie jetzt von Ihrer bestehenden Telefonielösung zu Teams wechseln möchten, zu Teams Telefonie wechseln möchten. Also im ersten Schritt, wenn Sie jetzt Teams noch gar nicht einsetzen, eröffnen Sie mal einen Teams-Tenant und setzen Sie Teams mal nur als Zusammenarbeitstool für die interne Kommunikation ein. Dann im zweiten Schritt kaufen Sie das Phone Standard Add-on, weisen das den Usern zu und arbeiten, wie vorhin erwähnt, mit neuen temporären Festnetzrufnummern. Und dann im dritten Schritt portieren Sie Ihre Nummern zu Zipcall. So einfach ist es. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht noch, ja, aber wie muss ich denn jetzt das Ganze installieren mit diesen PowerShell-Befehlen und so? Das ist ja sehr kompliziert. Das ist gar nicht so kompliziert. Ich zeige es Ihnen jetzt anhand von diesem Video. Es ist schon ein bisschen älter, aber der Prozess hat sich nicht geändert. Man geht da ins Kundenportal hinein bei myzipcall.ch. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Man klickt auf Optionen Microsoft Teams. Und jetzt klicke ich hier auf das Pluszeichen und erstelle eine neue Domäne. Jetzt wird Ihnen genau angezeigt, was Sie jetzt machen müssen. Mit erstens, zweitens, drittens, viertens. Es wird genau angezeigt. Jetzt müssen Sie nämlich in Ihr Microsoft 365 Admin Center hineingehen und dann eine neue Domäne hinzufügen. Und diese Domäne wird Ihnen hier im Schritt 4, ich hoffe, Sie können es sehen, angezeigt. Gehen wir weiter. Das ist wirklich, es wird Ihnen, Sie werden eigentlich geführt, oder? Sie gehen, wie gesagt, in dieses Microsoft 365 Admin Center, klicken da auf Alle Anzeigen, dann auf Einstellungen, Domänen und fügen hier eine neue Domäne hinzu, die Sie eben in Schritt 4 angezeigt kriegen. Ich gehe da wieder zurück ins Kundenportal und kopiere da diese Domäne. Jeder Kunde hat eine eigene Domäne. Klicke auf diese Domäne verwenden. Da klicken Sie einfach auf Weiter. Und jetzt wird Ihnen der sogenannte TXT-Wert angezeigt, den Sie benötigen zum Verifizieren von der Domäne. Den tragen Sie hier ein, den kopieren Sie einfach und fügen ihn hier ein, klicken auf Weiter. Und jetzt können Sie sagen, welche Nummern möchten Sie jetzt zu Teams routen. Das ist da die 25 und die 27 zum Beispiel. Und klicken dann auf Weiter. Und dann können Sie auswählen, per wann Sie diese Rufnummern zu Teams routen möchten. Sie können irgendeinen Zeitpunkt auswählen, von morgens um 7 bis abends um 19 Uhr, von Montag bis Freitag. Das haben wir explizit so gemacht und absichtlich so gemacht, weil in diesem Zeitraum haben wir sicher keine Wartungsfenster. Oder? Es kann ja mal sein, dass wir mal in der Nacht oder am Wochenende ein Wartungsfenster haben. Und falls das der Fall ist, müssten wir immer alle Teams-Bestellungen anschreiben, die Kunden anschreiben und sagen, ja, dieser Zeitpunkt geht nicht, dann haben wir ein Wartungsfenster. Also Sie können wirklich von Montag bis Freitag, morgens um 7 bis abends um 19 Uhr eine Nummer zu Teams routen. Das ist vollautomatisch. Das kann am selben Arbeitstag sein. Sie können sagen, in 2 Stunden heute die Nummern zu Teams routen. Da müssen Sie nicht einen Tag warten oder
Bei einigen Providern muss man ja bis 2 Wochen warten, bis diese Nummern zu Teams geroutet sind. Es gibt ja Provider, die machen das immer noch händisch, oder? Und dann gibt es auch immer wieder Fehler. Ja, es sind ja auch nur Menschen dahinter schlussendlich. Diese Erfahrungen hatten wir auch mal gesammelt, wo wir begonnen haben im Oktober 2019, wo wir das noch händisch gemacht haben. Ja, und dann ist mal einer krank und so weiter. Ja, deshalb haben wir uns dazu entschieden, das Ganze zu vollautomatisieren. Dann geben Sie hier den technischen Kontakt an mit Name und E-Mail-Adresse und klicken dann hier auf Bestellen. Und jetzt wird Ihnen der Text angezeigt, auch als E-Mail. Der technische Kontakt kriegt dann auch noch eine E-Mail, wo es dann eben heißt, jetzt müssen Sie bis zu einer Stunde warten, bis der TXT-Wert bei dieser Domäne gesetzt wurde. Also das passiert automatisch im Hintergrund. Wir setzen diesen TXT-Wert via Script. Alle 45 Minuten geht da ein Script durch und setzt den. Und dann erhalten Sie, sobald der gesetzt wurde, wieder eine E-Mail, wo es dann heißt, wir haben jetzt diese DNS-Einträge gesetzt. Und dann wird Ihnen wieder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angezeigt, was Sie jetzt machen müssen. Sie gehen nämlich wieder ins Microsoft 365 Admin Center zu den Domänen. Da sehen Sie diese Domäne mit Setup unvollständig. Klicken da drauf. Klicken auf Einrichtung fortsetzen und dann einfach auf Weiter. Dann müssen Sie noch den Haken entfernen bei Exchange und Exchange Online Protection. Diese Domäne wird nicht für Exchange verwendet, sondern der zeigt eigentlich auf unseren Hosted SBC. Das wird nur dafür verwendet. Sie klicken hier einfach dann auf Weiter und dann ist die Domain-Einrichtung abgeschlossen. Das kennen Sie oder das kennt eigentlich jeder, der Teams oder Microsoft 365 Erfahrung hat. Oder? Und dann wird Ihnen eine Installationsanleitung angezeigt mit allen notwendigen PowerShell-Befehlen. Ich zeige Ihnen das mal kurz aufgrund unserer Webseite, dann sehen Sie das besser. Sie gehen nämlich auf unserer Webseite einfach auf Support und dann Support Portal. Dann hier auf den Button Support Portal oder direkt auf support.zipcall.ch. Dann auf Downloads. Dann auf Installationsanleitungen. Und dann hier auf Microsoft Teams Direct Routing Config. Jetzt sehen Sie hier eine Anleitung auf Deutsch und Englisch. Ich öffne das mal kurz. So, und jetzt wird Ihnen auch wieder angezeigt, was Sie als nächstes machen müssen. Sie müssen jetzt nämlich, jetzt kommt der Schritt 3 hier auf der Anleitung, Sie haben die Domäne erstellt, abgeschlossen, verifiziert. Jetzt müssen Sie nämlich diese Domäne irgendeinen Benutzer zuweisen. Ist völlig egal, wie der heißt. Auf jeden Fall muss dieser Benutzer eine Microsoft 365 Phone Standardlizenz haben und irgendeine Basislizenz, irgendeine Enterprise oder Business Basic Standard Premium Lizenz. Denn bei Microsoft existiert eine Domäne erst, wenn diese Domäne mindestens ein Benutzer zugewiesen wurde. Also den Benutzer können Sie, wenn Sie die PowerShell-Befehle dann ausgeführt haben, wieder löschen. Den brauchen Sie nachher nicht mehr. Dann kommt Schritt 4, da wird es schön angezeigt, was Sie jetzt für PowerShell-Befehle ausführen müssen. Es gibt diverse Bausteine, die Sie hier erstellen müssen, PSTN-Usage, die Voice-Route, die Sie erstellen müssen und so weiter und so fort. Das wird Ihnen hier beschrieben. Das sind PowerShell-Befehle, die führen Sie einmalig aus. Und dann ist es erledigt. Und deshalb habe ich auch gesagt, wenn Sie das Direct Routing mit Zipcall noch nicht verwenden, nehmen Sie eine neue Nummer,
und routen Sie diese neue Nummer zu Teams, dann haben Sie keinen Stress. Dann können Sie wirklich in aller Ruhe diese PowerShell-Befehle ausführen und nicht sofort und direkt mit Nummernportierungen arbeiten und sich da verheddern. Das empfehle ich Ihnen nicht. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, Sie kriegen irgendeinen Fehler oder so, dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, da helfen wir Ihnen sehr gerne weiter. Oder? Aber wie gesagt, Sie brauchen natürlich ein bisschen PowerShell-Know-how, wenn Sie gar kein PowerShell-Know-how haben oder Microsoft 365-Know-how, kommen Sie auf uns zu, dann können wir Ihnen einen entsprechenden ZipCall-Partner empfehlen, der das Know-how hat. Und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Gut, perfekt. Dann sind wir bereits schon am Ende des diesjährigen Teams Telefonie Days angelangt, auch wieder ziemlich pünktlich. Noch ein paar letzte Informationen. Alle Aufzeichnungen von den heutigen Sessions werden wir auf YouTube hochladen. Einige sind bereits schon auf YouTube hochgeladen worden und werden Ihnen diese Aufzeichnungslinks entsprechend spätestens morgen per E-Mail zustellen. Auch diejenigen, die gar nicht an einer Session teilgenommen haben, kriegen diese Aufzeichnungslinks ebenfalls. Und ich bitte Sie unbedingt, die Umfrage, die ebenfalls im selben E-Mail drin ist, auszufüllen. Da gibt es sogar noch ein Gewinnspiel. Da kann man Übernachtungen in ganz Europa gewinnen. Also es lohnt sich dort wirklich teilzunehmen, weil die Umfrage hilft uns dann auch bei der Verbesserung der zukünftigen Online-Events. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, es wird sicher Fragen geben, spätestens dann, wenn es soweit ist mit der ganzen Teams-Telefonie-Umstellung, rufen Sie uns an. Für potenzielle Kunden oder bestehende Kunden haben wir unsere Hotline mit der 00 am Schluss oder die info@zipcall.ch und für Partner oder interessierte Partner haben wir unsere Partner-Hotline und die partner@zipcall.ch. Dann sind wir am Ende angelangt. Ich sehe jetzt auch jetzt in dieser Session aktuell gerade keine offenen Fragen mehr. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Teilnahme am heutigen Teams Telefonie Day an der vierten Ausgabe. Ich hoffe, Sie konnten einiges dazulernen. Ansonsten einfach nochmal die Aufzeichnungen ansehen oder uns anrufen oder eine Mail machen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche noch einen wunderschönen Resten des Nachmittags. Besten Dank.